Es gibt ja vermeintliche Experten über den Burbul in Deutschland. Und es ist ausgesprochen schwer für einen Außenstehenden jetzt zu filtern, wer hier ernst zu nehmen ist und wer nicht. Ich muss nur sagen, ich habe in letzter Zeit so viel Schwachsinn gehört von vermeintlichen Experten. Egal wie, welche Position sie haben, ob sie Züchter sind oder Nichtzüchter sind, ob sie viele Hunde haben oder weniger Hunde. Den absoluten Müll. Also da kannst du hinten und vorne nicht hinterher, wie so eine Scheiße erzeugt werden kann. Ja, und ich will auch nicht einzeln auf die einzelnen Dinge eingehen, die da erzählt wurden, aber ich kriege jetzt relativ viele Anrufe in letzter Zeit, wo die Leute mich dann darauf ansprechen, was ihnen da so erzählt wurde und dann halt auch sagen, das ist doch absoluter Blödsinn, was die da erzählen. Das sage ich ja, natürlich ist das absoluter Blödsinn. Ja, das heißt, die Leute mit gesundem Menschenverstand, die sich all diese Geschichten und Märchen und absoluten Blödsinn anhören, merken das auch. Und darum geht es auch in diesem Video. Geht einfach mit vernünftigem Menschenverstand dahin. Ja, und der Burbul ist halt nicht so weit verbreitet und die gibt es nicht so viele. Und dann können die Leute immer so tun, als sei das beim Burbul anders. Der Burbul hat mit Sicherheit seine Eigenheiten, aber zu 95% ist das ein ganz normaler Hund. Wie jeder andere auch, vielleicht sogar noch mehr. Ja, das ist wie Zucht funktioniert, wie Aufzucht funktioniert, wie alles. Das ist bei allen Hunden gleich. Ist doch kein Problem, ob ich jetzt einen Burbul aufziehe oder einen Chihuahua. Nur beim Chihuahua, den kann man halt leichter körperlich kontrollieren, wenn er nicht hört. Aber beim Burbul, der sollte dann halt schon wirklich hören. Ne? Wobei, wenn ich mich umgucke, die wenigsten Burbuls hören. Also muss man ganz klar sagen, und das finde ich auch eine absolute Katastrophe, ob du Besitzer, Züchter oder irgendwas bist. Ja, ich war da so in der Show, ne? In Bayern, super gemacht, war ein großartig positiver Event, aber da stand da halt so eine Omi, keine Ahnung, irgendwo zwischen 60 und 70, kleines Fräulein mit einem riesen Rüden. Du konntest an der Frau sehen, die hatte ja nun mal wirklich Angst. Darüber die, vielleicht nicht vor dem Hund, aber die Angst, die Kontrolle zu verlieren über diese Situation. Und ich denke mir, was macht diese Frau mit diesem Hund? Umzingelt von anderen Hunden. Wenn man Rüden kann, sich wirklich davon ausgehen, dass er andere Rüden mag. Kann natürlich, da gibt es natürlich Gratwanderungen und so. Gefährlich. Da kann es richtig schief gehen. Aber auch so erziehungstechnisch kannst du dir nicht vorstellen. Das habe ich gehört. Man darf mit dem Burbul nicht spazieren gehen, bevor ein Jahr alt ist. Du kannst nicht mit ihm, weil, wenn der sich erschrecken würde, dann wäre er für den Rest seines Lebens negativ geprägt. Deswegen kannst du mit dem Rüden nicht spazieren gehen. Muss ich da noch irgendwas zu sagen? Hat da irgendjemand irgendwelche Zweifel dran? Ja, deswegen, auch so, es gibt ja so gewisse Gruppen auf Facebook, wo, sagen wir mal, Wissen nicht sehr weit verbreitet ist. Aber auch da, die Leute kommen langsam und sagen, ich habe mir das da durchgelesen, das kann doch nicht stimmen, so was da gequatscht wird. Und ich so, ja, das ist auch richtig. Geht einfach nur mit gesundem Menschenverstand hin. Weil es ist ja irgendwie so die Tendenz dieser Zeit, diese Polarisierung. Und irgendwie gibt es dann nur den Burbul, das Monster, Löwen tötend, Paviane fressend, Pitbull zerreißend, unkontrollierbar, unsozialisierbar. Aber wenn du ihn einmal mit der flachen Hand auf den Hintern haust, dann ist er auf sein Leben traumatisiert. Ne?
Ne? Was soll der Schwachsinn? Ja, und dann gibt es das andere, der Bobol ist der Teddy, das liebste Tier aller Zeiten und nur der Mensch macht den Hund aggressiv. Weder noch ist wahr. Und wenn man Hunde kennt und mit einem gesunden Menschenverstand an sowas hingeht, dann versteht man das auch. Also seid vorsichtig. Es gibt sehr viele vermeintliche Experten. Ich will wirklich nicht darauf eingehen, aber ihr würdet euch bepissen, wenn ihr hören würdet, was ich so von vermeintlichen Profis oder Experten gehört habe. Absoluter Schwachsinn und frei erfundene Scheiße, wo ich mir oft auch denke, warum? Welchen Zweck habt ihr jetzt damit? Wahrscheinlich einfach nur so tun, als wüssten sie mehr als andere, weil irgendeinen anderen Sinn sehe ich da nicht. Deswegen, Bobol ist ein super Hund, wenn du verstehst, wo er richtig und wo er falsch ist. Oder ne, deine Stärken und Schwächen, die er hat, und du halt die richtige Person dafür bist. Wenn nicht, lass die Finger weg. Das ist besser für uns alle.